Ja, hallo ihr Lieben, hier ist die Reggie wieder, weil Zero natürlich immer noch Internetprobleme hatte, wie gehabt. Und ich habe mir gedacht, ich will nicht die ganze Zeit nur Fallout Shelter spielen, denn wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, kommt der Techniker erst am Mittwoch. Vielleicht hat er das schon geschrieben, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall werde ich so lange einfach mal ein paar Spiele ausprobieren. Boom, und bin gerade bei Plants vs. Zombies gelandet und bin gerade etwas verwirrt, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne den ersten Teil und der war halt von oben herab, dass man da irgendwie strategiemäßig sich da seine Zombie-Basis aufbaut, wo es hier ein bisschen anders ist. Aua, die tut mir weh. Aua, kann ich eigentlich hüpfen? Ja, cool. Kann ich. cool. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich so gar nicht der Shooter-Spieler, wie das man wahrscheinlich merkt. Aber es geht. Es geht, es geht, es geht. Hier ein bisschen aufpassen, dass ich hier... Ich weiß gar nicht, kann ich die Briefkästen gar nicht bestimmt kaputt machen? Ja, auf jeden Fall finde ich das natürlich cool, dass ihr mir jetzt zugucken müsst. Solange wie Zero natürlich nichts machen kann. Bäm, ich kann sie kaputt machen, wenn ich sie sehe. Cool. Nice. Das heißt, es greifen mich dann weniger Zombies an. Ja, cool. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe dieses Spiel wirklich tatsächlich noch gar nicht gespielt, noch nie. Nur die alte Version. Die fand ich persönlich allerdings schon ziemlich cool. Okay. Wir haben es geschafft zu entkommen. Da ist der neue Zombie. Hallo. Oh oh. Ich habe Angst, Leute. Ich weiß, irgendwann muss ich noch Sachen hinpflanzen. Ne, die hat mir geholfen. Cool. Nice. Was heißt das gebuttertes Popcorn? Ist das überhaupt legal? Ja. Ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Kiste? Ich weiß noch nicht mal, wie das hier alles irgendwie funktioniert oder so. Findet es mit mir zusammen heraus. Das ist übrigens eine Probeversion. Man kann sich auf Origin... Ich weiß gar nicht, ob man das so auch kann. Kann sein, dass es auch nur über dieses Origin Access geht. Da zahlt man monatlich 5 Euro und kann dann so viel spielen, wie man will. Also beziehungsweise ausgewählte Spiele. Und... Was? Oh oh. ja, und dann kann man halt bestimmte Sachen einfach spielen, was ich ziemlich cool finde. Oh oh. Oh mein Gott. Nein! Aua! Und da ist das halt auch mit 10 Stunden Testversion. Ich glaube, mittlerweile kann man auch das komplette Spiel dafür spielen. Gibt übrigens noch mehr, zum Beispiel Sims 3 kann man da kostenlos spielen. Dragon Age kann man da kostenlos spielen. Juhu, Lippi, ich krieg meine Sonnenblume ist gleich kaputt. Hallo, nein. Darf den Kreis nicht verlassen, ups. Das war eine Nachricht, weil ich vergessen habe, mein Handy leise zu machen. Yay. Von Zero übrigens. Autsch. Und ich kann gar nicht so schnell vorlesen, wie das da steht. Aber auf jeden Fall sind neben mich Zombies gezogen. Und deswegen sehen wir das genauso wie auf dem Ladescreen. Eine Seite Zombies, eine Seite ich. Aber immerhin habe ich einen Baum hinter meinem Haus gepflanzt. Wow. Der Baum wird mir sicherlich helfen. Ich habe mein fliegendes Wohnmobil. Was diese blauen schwebenden Dinger wohl sind... Informationen? Keine Ahnung. Eine Tafel. Okay, ich glaube, jetzt startet das Spiel erst. Ja, sag ich ja. Willkommen im Hinterhof. Gehe rüber in die Garage und probiere Einzelspieler-Aufträge aus. Du willst dich direkt in den Multiplayer stürzen, aktiviere das Multiplayer-Portal, hüpfe in die Umkleide, um einen neuen Charakter auszuprobieren. Okay. Oh, ich bin mit der Sonnenblume eigentlich ganz zufrieden gerade. Sonnenpuls. Ich kann Tasten drücken. Oh, wie süß. Das ist ja niedlich. Okay. Also ich kann mich heilen, Sonnenkraft. Ich werde zum hoffentlich herausfinden, was das alles ist. Kann ich nicht laufen? Hallo?
Ach so. Ich muss jetzt erstmal. Also mit der Sonnenkraft muss ich stehen bleiben und bam, 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 boom. Und kann hier alles durch die Gegend abschießen. Yeah, cool. Und jetzt kann ich wieder laufen. Alles klar. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Was bist du denn? Eine Pusteblume. Guckt euch das mal an. Ja, cool. Aufgeregt ist sie. Ich habe neulich eine Erbsenkanone aus der Umkleide bekommen. Umkleide kommen sehen. Ah, so kann man also jetzt zwischen den Charakteren hin und her wechseln. Man kann sich also entweder die Sonnenblume schnappen oder halt die anderen Erbsenkanone. Weiß nicht, vielleicht kann man auch die Mine sein? Ich glaube nicht. Das ist meine Lieblingspflanze. Einfach so cool. Ich liebe, ganz ehrlich, ich liebe diese Pusteblume. Die ist voll süß. Wenn ich wirklich mal einer begegne, platze ich wahrscheinlich. Nee, lieber nicht. Arme kleine Pusteblume. Okay. Ja, cool. Ach so, Charakterauswahl. Ja. Das ist der Sinn der Sache. Ja, ich habe natürlich, oder? Ein Kaktus? Was? Nein! So weit war ich doch noch gar nicht. Manno. Nein, eigentlich wollte ich erstmal gucken, was die überhaupt alles so können. So, Kartoffelminen, Hochwallnussbarriere und superpräzise Stachelmunition. Mhm. Also Distanzexperte. Also das heißt, man kann hier die ganzen Minen legen und sich dann verpissen und schießen. Die Sonnenblume. Ach, man kann hier sogar leveln. Ah, ich verstehe. Mit Heilstrahl und Heilblume ist sie der Sanitäter im Pflanzenteam. Ja gut. Nö. Der Schnapper, der sieht cool aus. Muss ich ja mal sagen, ne? Der gefällt mir. Der Schnapper schleicht sich gern von hinten oder unten an und verschlingt Zombies mit einem Haps. Njom. Und leider kann ich nicht sehen, was die hier machen. Ach, cool. Hüte. Keine. Accessoires. Ich hab nichts. Ich hab gar nichts. Ja, gut. Passiert. Okay. Gut. Nehme ich. Auftragsinfo. Ach so, ja, alles klar. Ich soll natürlich in die Garage gucken. Ja, will ich verlassen. Njam, njam. Wenigstens ein Nahkämpfer, das ist schon mal ganz cool. Mit Säure. Ach, der kann sich... damit kann ich... nice, damit kann ich buddeln. Cool, ich kann mich also tatsächlich von unten nach oben buddeln. Und was ist das? Keine Ahnung. Brauche ich nicht. Egal, gut. Dann gucken wir uns die Garage an. Ich kann auf jeden Fall zubeißen und ich finde ihn cool. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Dann werden wir auf jeden Fall mal eine Runde rumschnappen mit dem Schnapper. Was initiieren? Sei gegrüßt, Freund. Hab keine Angst. Ich bin der Davebot 3000. Es gibt Dinge, die du kommunizieren, die zu kommunizieren wären. Leider wurde ich nicht dafür programmiert, durch Türen zu reden. Dann komm doch raus. Bitte begib dich umgehend auf die Suche nach der Garagentür Öffnungsvorrichtung. Auch genannt Schlüssel. Warten auf intelligente Antwort. Okay. Ja, wir suchen also den Schlüssel. Habe ich schon wieder die Fernbedienung gefressen? Schau, wo auch immer, Mann. Finde den Hotdog-Stand. Ja, cool. Also ich würde sagen, wir machen da auf jeden Fall zwei Folgen draus. Einfach, weil das hier so ein bisschen die Intro ist. Eventuell ein bisschen, ja, langweilig. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, eine Kanone. Wie cool. Ja, nice. Oh, guck mal, da ist ein Ball. Kann man den schießen? Yeah. Ich kann Fußball spielen. Nice. Da ist auch eine Pflanze. Pflanze ziehen. Na, süß. Ja, gucke. Ja, siehst du mal. Ah, eine kleine süße Pflanze. Warum auch immer ich hier Pflanzen
Ja, keine Ahnung, vielleicht greifen die Zombies jeden Augenblick an, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe mir noch gar nichts von diesem Spiel angeguckt, wirklich noch nichts. Deswegen mache ich jetzt einfach das, was mir gefällt. Oh oh. Oh mein Gott! Die greifen wirklich an. Ja, komm. Dann mach mal da eine normale hin. Die sind natürlich schon blöd, ne? Und wir probieren das aus. Ich probiere sowas immer aus. Ja. Boom! Yeah, komm. Ich fress euch. Ach, ich find's lustig. So, ich kann sogar gedrückt halten und passiert irgendwas. Wuhu! Die explodieren so lustig. Ach, da ist der Hotdog-Stand. Deswegen sind hier die Zombies. Alles klar. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen Roleplay-like gemacht. Also zumindest versucht. Und ich habe die Fernbedienung gefunden. Ah, festhalten. Eingelegte Schweinekonzert. Anscheinend habe ich sie nicht gegessen. Yeah, cool. Ja, Wahnsinn. Ich will dich essen. Komm her. Zombie, ich will dich fressen. Ich weiß nicht, bei so Sachen bin ich immer so ein bisschen... Ich muss auch gestehen, PvP ist auch immer nicht so meins. Deswegen werdet ihr mich selten Shooter oder ähnliche Sachen spielen sehen. Aber bevor wir uns hier kloppen, würde ich sagen, befreien wir den armen Botsch aus der Garage. So, jetzt habe ich ein bisschen gebraucht, um die Garage zu finden, aber ich habe sie geschafft. Yay! Ach so. Deswegen sieht er, deswegen Botsch. Der Dave-Bot. Der vorprogrammierte Dave-Bot 3000 würde dir gerne 5 Fragen stellen, okay. Ausnahmsweise, F1, bist du eine Pflanze und kein Zombie? Was ist das für eine Frage? Ich bin kein Zombie. Kannst du bestätigen, dass du kein Stück Buttertoast bist? Bestätigt. Was ist 1 plus 2, wenn es Rinde hätte? Was? Was? Ich habe gelogen, ich bin Toast. Baum? Wieso nicht? Ey, das sind so sinnlose Antworten, geil. Stehst du auf Geheimorganisationen? Natürlich. Und mal angenommen, du würdest in eine eingeladen werden. Würdest du annehmen? Möglicherweise. Oh gut. Dave-Bot 3000 ist eigentlich ein Musterungsroboter für eine Geheimorganisa-Fehler. Boom. Fehlfunktion Geheimnis nicht erwähnen. Suchen. Wie findet man Rekruten für eine Geheimorganisation, wenn man nicht darüber reden darf? Das ist geil. Fehler, Neustart, permanent. Was? Parameter? Ja, ja, Parameter ändern. Ist klar. Passwort 123, Deppy Dave hasst Katzen. Parameter geändert. Erlaubnis zu Geheimnisverraten erteilt. Geil, ey, der programmiert sich selber um. Wie cool. Willkommen, Freund. Möchtest du Teil der Leaf werden? Der Liga Extraordinäre Actionflora? Als Leaf-Agent ist dein alleiniges Ziel, Dr. Zomboss und seine unangenehme Zombie-Horde zu besiegen. Hervorragend. Dave-Bot 3000 wird dir jetzt das Auftragsbuch zeigen, deinen Leitfaden zum Agentenberuf. Knurriger Strunk. Agent Knurriger Strunk ist nicht von seiner Infiltrierungsmission zurückgekehrt. Finde Knurri und hilf ihm. Oh. Ansonsten sind sie alle gesperrt. Ja, wo auch immer ich ihn eventuell suchen müsste, als Lieferagent in der Ausbildung musst du 3 Fähigkeiten demonstrieren. Fähigkeit 1, Kompetenz im Umgang mit Sprengstoff und Salsa. Fähigkeit 2, Fähigkeit, Sand aus Socken zu entfernen und in Socken und Sandalen gut auszusehen. Ganz ehrlich, Leute, in Socken und Sandalen sieht einfach niemand gut aus. Niemand, niemand, niemand. Niemals. Fähigkeit 3, spüre andere verlorene Agenten der Leaf auf. Ja, das zeige ich dir jetzt gleich, wie das geht. Zeitfähigkeit Nummer 3 unter Beweis zu stellen. Genau das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Lieber Dave-Bot 3000. Offenbar ist unser Spezialagent Knurri noch nicht wieder zurück.
Knurri ist einer der erfahrensten Tarnspezialisten, der lief. Er sollte sich unerkannt in die Zombie-Basis einschleichen. Würdest du ihn für uns ausfindig machen und nach Hause bringen? Ja, natürlich. So, wir sind on the way. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass wir hier definitiv ein paar Blümchen ziehen. Und zwar würde ich sagen, wir machen hier zwei Sonnenblümchen hin. Ui, süß. Kann ich die gar nicht aufsammeln? Nö. Doch, nö. Hallo? Nö, kann ich nicht aufsammeln. Okay. Aber, ja, keine Ahnung. Sie werden hier produziert. Warum auch immer. Egal, wir suchen Knurri. Wir suchen Knurri. Ganz eindeutig. Wir sind jetzt ein neuer Agent, der lief. Geil. Einfach geil. Also wirklich, ich muss sagen, also so die Ideen und die Dinge überhaupt ist einfach cool. Ja, komm, ich fress euch. Ich fress euch. Ja, die fresse ich auch. Guckst du an? Mal gucken. Also man kann auf jeden Fall auch seine Charaktere, die man hier hat, leveln. Das finde ich tatsächlich auch ziemlich cool. Und na gut, mit ihm kann ich jetzt natürlich keine Briefkästen mehr zerstören. Ne? Das ist ein bisschen... ja, ist jetzt vielleicht nicht so cool. Aber was soll's. Ja, komm. Friss mich doch. Versuch's doch. Komm. Du auch? Yeah, geiler. Pinker Zombie. Also... Kann ich die essen? Nö. Schade. Oh, guck mal hier, Schaukelpferdchen. Darf ich die benutzen? Warum nicht? Na gut. Ziel, da. Oh Gott, das ist eine Giftwolke. Leute, das ist eine Giftwolke. Aber sie verzieht sich zum Glück und macht keinen Schaden. So, Knurri. Wo bist du? Ich würde sagen, du bist aufgeflogen. Nö. Knurriger Strunk. Ich, Knurri. Knurri hat Pläne von Dr. Zombos, dem bösen Zombie-Anführer und weltbekannten Küchenchef, geklaut. Aus den gestohlenen Plänen geht hervor, dass Zombos die ultimative Macht über das Universum erringen will. Jetzt muss Knurri die Pläne zu Davebot 3000 bringen, der wird wissen, was zu tun ist. Knurri kann sich unbemerkt durch Menschenmengen bewegen. Folge Knurri, aber bleibe so still wie Knurri. Na dann mal los, Knurri. Vor allem voll unbemerkt, weißt du, rennt da rum. Bam, bam, bam. Wahrscheinlich am besten noch hier. Oh mein Gott. Ja, total unbemerkt, weißt du, ernsthaft. Als ob ihn jetzt keiner bemerken würde. Weißt du, er heißt nicht umsonst Knurriger Strunk, weil er einfach das überkrass knurrige Gesicht hat und dann einfach mal so die ganze Zeit draufhaut. Einfach die Zombies haut. Die armen Zombies. Ein bisschen Mitleid habe ich ja schon, ne? Aber auch wirklich nur ein bisschen. Immerhin wollen Zombies Pflanzen fressen. Übrigens, einer der Gründe, warum ich in Sims 3 niemals mit Vollmond spiele. Weil dann nämlich auch Zombies erscheinen und dreimal dürft ihr raten, was sie machen. Sie fressen Gartenpflanzen. Total gemein. Wirklich. Zombies sind voll fies. Aber der hilft mir jetzt wenigstens. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Braves Knurri. Na? Ach komm. Ich werde sie gleich vergiften. Juhu. Boah, krass. Hallo? Lässt du mich mal wieder runter? Ja, ich bin ihm, glaube ich, überhaupt keine große Hilfe, ne? Weiß nicht, bei Spielen ist es immer so, dass ich immer erstmal eine Weile brauche, um reinzukommen. Oh oh. Ich sollte bei Knurri in der Nähe bleiben. Wow. Yeah, lecker. Zombie. Lecker Zombie. Also ich würde jetzt vielleicht Zombie nicht unbedingt futtern, aber meine Pflanze scheint es gut zu finden. Okay. Ja, Knurri, also ihr seht, Knurri ist total unauffällig. Unsichtbar. Förmlich unsichtbar, der liebe Knurri. Überhaupt dieser Nachname. Also, dieser Nachname, Spitzname. Mensch,
So, aber ich würde sagen, ich begleite Knori jetzt einfach ganz easy in die Basis zurück. Ihr seht ja, wie das ungefähr aussieht, wie gerne ich Pflanzen fresse. Und ja, viel spannendere Sachen werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren, außer dass ich noch ein paar Mal in der Luft rumschwebe. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in einer zweiten Folge wieder. Wenn ihr wollt, schreibt mir das einfach. Wobei, eigentlich habt ihr keine Wahl, weil ich die zweite Folge nämlich gleich aufnehme. Boom, so viel dazu. Ich muss ja noch so ein bisschen, wie gesagt, ich muss ja auch ein bisschen Gas geben. Weil ich muss ja meinen eigenen Kanal noch vollkriegen. Dann muss ich halt gucken, dass ich irgendwie bis Mittwoch ja alles vorbereitet kriege, damit ihr was zu gucken habt. So. Aber wie er grinst. Ja, und wie gesagt, damit ciao, ciao, Leute. Und bis zur nächsten Folge in Plants vs. Zombies.